Dieser Mann arbeitet nicht in einer Weltraumstation, sondern in der Stuttgarter Wilhelma. Er kümmert sich um die Aufzucht von Heuschrecken als Futtertiere. Wer hier arbeitet, muss eine Maske tragen. Die Schuppen der vielen tausend Insekten rufen sonst eine Allergie hervor. Heuschrecken sind nur ein Teil des Futters, das Tierpfleger Jens Schwarz täglich für Vögel und Kleinsäuger vorbereitet. Eine ausgewogene Ernährung ist auch für Tiere wichtig. Damit der Vitamin-, Eiweiß- und Fetthaushalt stimmt, wird ein genauer Futterplan erstellt. Die Portionen sind exakt festgelegt. Schließlich sollen die Lieblingstiere der Pfleger nicht zu dick werden. Um 10.30 Uhr beginnt Jens Schwarz seinen Rundgang. In dieser Voliere sind Vögel aus aller Welt zu Hause. Darunter Straußwachteln aus Südasien, Blaubart-Blattvögel aus dem Himalaya und Soldatenkiebitze aus Australien. Die kulinarischen Bedürfnisse dieser Exoten sind leicht zu befriedigen. Schwieriger ist die Aufzucht. Mit den elterlichen Pflichten nehmen es manche Pärchen nicht so genau. Die Straußwachteln machen bei uns ein bisschen Probleme. Sie haben halt ganz einfach keine Lust, ein Nest zu bauen. Durch das müssen wir den Part übernehmen, nehmen die Eier, die sie wahllos in den Käfig setzen, raus, bringen sie in die Brutaufzuchtstation, beziehungsweise dort sind Brutapparate, wo dann die Eier erbrütet werden. Dann kommen die Jungtiere mit einem kleinen Küken als Amme wieder zu uns ins Revier. Aber das ist eine Arbeit, die was wirklich Spaß macht, ein Jungtier zu sehen, wie es aufwächst. Auch diese Tupfenbartvögel hat Jens Schwarz großgezogen. Ihre Lieblingsspeise? Gekühlte Heuschrecken. Im Kühlschrank kaltgestellt, können sie sich nur noch langsam bewegen. Ein Luxus für die Vögel. Sie müssen nicht jagen. So hat auch der Nachwuchs gute Überlebenschancen. Nachwuchserfolg bei den zwei Fingerfaultieren. Nach 6 Jahren des Probierens hat Mutter Malis endlich ein Junges bekommen. Die Faultiere gehören ebenfalls zu den Schützlingen von Jens Schwarz. Eigentlich akzeptieren sie ihn. Doch einmal hat er sich bei den Eltern unbeliebt gemacht. Kurz nach der Geburt mussten Mutter und Kind zwangsgetrennt werden. Wir müssen sie ab einem gewissen Alter impfen, dass sie keine Krankheiten bekommt. Dann kriegt sie einen Chip eingesetzt, dass es auch im Zuchtbuch bzw. zum Registrieren ist, wenn man an andere Zoos das Tier abgibt. Und das hat uns natürlich das Kleine bzw. auch die Mutter sehr übel genommen. Ja. Man sieht, jetzt sind sie auch nicht mehr so zahm bzw. so zutraulich, wie sie sonst sind. Aber das ist nur eine Frage der Zeit, dann gibt sich das auch wieder und dann ist wieder alles ganz normal. Keine Probleme gibt es bislang bei den Baumratten. Sie stammen aus Südamerika und sind dort vom Aussterben bedroht, weil sie von verwilderten Hunden und Katzen gejagt werden. Hier in der Wilhelma sind sie sicher und haben schon zum 2. Mal Nachwuchs bekommen. Drillinge. Doch in ihre Heimat zurück kommen sie erstmal nicht. Ausbildungsprojekte bei der Baumratte gibt es jetzt in dem Sinn nicht, sondern wir geben sie dann an andere Zoos wieder einfach weiter. Da wird dann immer geguckt, dass die Blutlinien vermischt werden, aber so, dass wir keine Inzucht haben, dass der Stamm in den Zoos, dass man, wenn irgendwann mal die Option ist, man sollte sie auswildern, dass es keine mehr draußen in der Natur gibt, dass wir einigermaßen saubere Stämme haben, wo man dann auch für diesen Zweck weiter benutzen kann. Viele verschiedene Tierarten haben in der Stuttgarter Wilhelma ein Zuhause gefunden. Sie aufzuziehen und zu pflegen ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Auch noch nach fast 20 Jahren ist dies für Jens Schwarz ein Traumjob.